Wir befinden uns jetzt direkt unten am Parkplatz. Es war damals natürlich kein Parkplatz, sondern wir befinden uns mitten in einer Schlucht. Und hier hat man natürlich die perfekte Tarnung. Und da kommt ein Bach her, sicherlich auch damals genutzt, um Trinkwasser zu haben. Und scheint sogar betoniert zu sein. Ja, es ist betoniert. Hat man höchstwahrscheinlich nachträglich angebracht, um den Besuchern hier eine Möglichkeit zu geben, das ganze Gelände zu erkunden. Ich denke nicht, dass es aus der damaligen Zeit war. Und wir gehen jetzt da hoch. Emily hat schon die ersten Strukturen im Wald entdeckt. Und hier ist eine alte Schranke, die ist offen. Leute, da findet ihr die Gebäude oder wir finden die Gebäude. Ihr könnt sie vielleicht auch erkennen. Unten sind weitere Strukturen im Wald gewesen. Die haben aber deutlich schlechteren Zustand. Und wir gehen da jetzt mal hin. Wir sind angekommen in dem ehemaligen Partisanendorf aus dem Zweiten Weltkrieg. Leider finde ich über Google keine Informationen, ob das renoviert wurde oder ob das noch original ist. Ich glaube aber, es wurde renoviert. Außer hier diese Lampe. Das wird wahrscheinlich ein Brunnen sein. Ja, das ist ein Brunnen. Weg hier. Und hier finden wir noch, wow, alte Flaschen und ein altes Ölfass mit ganz viel Müll, leider aktueller Müll. Ach Leute, lasst das doch sein mit dem Müll. Das ist so schade. So, wir gucken uns die Gebäude jetzt an. Ja, das ist 100% restauriert. Und auch leider hier Vandalen Einzug gehalten. Eine Schlange war hier. Schaut euch das mal an. Emily, hier gibt es Schlangen. Komm, Diego. Nicht, dass du von der Schlange gefressen wirst. Hier kommen wir her. Und hier gibt es noch alte Inschriften in den Bäumen. Mika, Alf, Mille, MRK. Jahreszahl wäre spannend. Von dem Dach könnte es aber auch original sein. Marie Schlesinger. Da vorne haben wir noch ein Gebäude, einen Unterstand. Ja, schaut mal, das ist auf jeden Fall nachträglich angebracht worden. Oh, es ist ein Museum. Emily, hier gibt es Schlangen. Habe ich gerade gesehen. Das Licht klappt nicht mehr. Kinderzeichnungen. Also es ist eher ein Freilichtmuseum. Wir gucken uns aber gleich noch die originalen Bauwerke an. Vielleicht ist Employees of the Printing House. Auf die Special. Boah, es ist ganz schön runtergekommen. Also so haben die Partisanen damals gelebt. Das ist ein Originalbild. So haben die geschlafen. Einfachste Materialien. Und das ist das Dorf, das Partisanendorf, wo wir uns aufhalten. Die Bilder kennt man, glaube ich.
Und so sahen die Gebäude damals aus, inklusive Verkabelung. Leider, leider alles auf Kroatisch. Construction of the First Hospital. Das ist Englisch. Originalbilder. Also, gucken wir uns gleich mal an. Da vorne ist noch eine alte Tonne. Und hier nochmal der Blick. Boah, Leute, das ist doch Akko, Dugofi, Tescom. Das Monument gucken wir uns gleich an. Leider, leider, leider ohne Drohne. Ich habe sie versucht zu reparieren. Es war mir aber nicht möglich. Hier ist der Unterstand für den Träger. Und da wurde operiert. Überall Strom. Und hier sehen wir verschiedene Gesichter von Widerstandskämpfern. Auch hier. Ein alter Topf, vielleicht Originalrelikt, muss aber nicht. Und ihr müsst euch vorstellen, die hatten natürlich permanent Sorge, dass die Deutschen die finden. Und deswegen war man immer sehr stark auf Geheimhaltung und Verschwiegenheit aus. Und die Partisanen kannten A gegenüber ihren Gegnern. Natürlich keine Gnade, aber auch gegenüber ihren eigenen Leuten waren sie ziemlich hart. Wenn einer nicht mitgespielt hat, dann ging es relativ schnell an die Kehle, ans Leben. Und hier haben sie wirklich ein kleines Dorf eingerichtet, in einer richtigen Unterkunft. Also definitiv ein sehr spannendes Relikt aus der damaligen Zeit. Überall Steckdosen und Anschlüsse, das ist der Hauptanschlussraum für Strom. Also es gab hier richtig Strom, natürlich in der Nachkriegszeit. Das sehen wir hier, das ist nicht von damals. Toiletten, leider von Tauben missbraucht worden. Auch hier Toilettchen. Stell aus. Hier ist der Unterstand, wo der Traktor stand. Heute steht hier immer noch der Traktor oder irgendein anderes Gerät. Vielleicht ist das eine Schwungscheibe. Was könnte das sein? Das ist auf jeden Fall ein Motor für eine Schwungscheibe. Vielleicht hat man hier Mehl gemalt. Das könnte eventuell dafür gewesen sein. Da haben wir irgendein Betonkonstrukt. Okay, Feuersalamander. Ist da nicht viel? Da vorne haben wir noch was. Gucken wir uns mal an. Und alles voller Müll, Leute. Hier ist alles voller Müll. So schade. Einfach runtergeworfen. Die Frage ist, was ist das hier für ein Haufen? Weil die mussten ja auch ihren Müll irgendwo hinbringen. Und häufig hat man den einfach nur vergraben. Das könnte wirklich von der damaligen Zeit sein. Also in den ganzen Lagern hat man damals einfach den Müll irgendwo vergraben. Das könnte alt und neu sein. Das könnte hier die Müllhalde sein. Das könnte aber auch von moderner Zeit ein Müllhaufen sein. Aber das hier könnte wirklich original sein. Wir können ja noch ein bisschen weiter gucken.
Man hat sich keine Mühe gemacht, das weit wegzubringen. Dafür war das einfach zu gefährlich. Und die Gefahr, dass man erwischt wurde, war natürlich richtig groß. Und was mit Partisanen passierte, brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Die wurden in der Regel standrechtlich erschossen, sofern man sie nicht ausgefragt hat. Das ist Capri-Sonne. Ja, das ist sehr viel moderner Müll, Leute. Plastik, immer ein Zeichen auf die aktuelle Zivilisation oder 70er Jahre. Da vorne ist noch ein Rohr. Aber das zeigen wir mal der Emily. Diego! Diego! So, das ist der Diego, wenn er Sehnsucht nach mir hat. Der schreit den ganzen Wald klein. Diego! Hier! Diego! Hi! Na du? Alles gut? Komm! Kommt mit. Keine Ahnung, wer Emily ist. Puh. So, also es ist ein richtiges Dorf. Komm. Oh, originale Lampe. Irgendwelche Beschläge. Ein alter Stuhl. Ist nicht dein Ernst? Leute, alte Karten. Seht ihr das? Alte Karten. Das ist schon heftig. Hi! Guck mal hier, Emily. Was ich gefunden habe. Eine Tasche? Nimm mal. Zieh ab. Was meinst du, alt oder neu? Alt aus. Ja, ne? Schön, oder? Ja. Wer weiß. Hab Eingang gefunden, einen Bunker. Ja, hast du einen Bunker gefunden? Ja. Dann müssen wir erstmal sammeln. Der Diego ist nämlich noch unterwegs. Der hat, vielleicht hast du ihn gerade gehört. Nee. Na. So, Seiteneingang abgestützt. Das Haus wölbt sich schon langsam. Die Dachziegel fallen runter. Hier nochmal der Blick ins Gebäude. Der alte Stuhl. Hier, das Gebäude fällt schon komplett in sich zusammen. So, und wir gucken noch mal hier rein. Da ging es auch noch mal hoch. Boah, hier muss man echt aufpassen, dass das nicht zusammenbricht. Also, da oben ging es auch noch mal hoch. Aber nur von außen wahrscheinlich. Und hier ist ein altes Sicherungs... Kästchen. Wir haben, wie ihr seht, die Tasse hier hingelegt. Und hier geht es darum, dass man den Kämpfern gedenkt. Und schaut euch mal an, wie viele Gebäude es hier gibt. Wir gucken uns hier noch mal um. Emily hat einen Bunker gefunden. Die gucken wir uns natürlich auch gleich an. Also nicht nur ein Gebäude, sondern richtig, richtig viele. Sieht doch sehr, sehr original aus, Leute. Guck mal hier oben. Also anscheinend hat man dieses Versteck niemals entdeckt. Und die Partisanen konnten den Deutschen dann aus der Deckung, aus dem Hinterhalt zusetzen. So, Emily, ich guck mir das von hier und dann komme ich zu dir. Wo ich jetzt bin? Ja. Ah, okay, dann komm. Gleich. Wobei, dann gehe ich von da. Die Häuser ab. So. Also da waren wir jetzt gerade drin. Und. Ja.
stehen auch Betten drin. In dem hier? Ja. In dem Haus stehen Betten. Ich guck mir von links nach rechts an und dann gehen wir da runter. Zur Erdung. Alte Matratzenfedern. Hier ist der Eingang. Das scheint mir ein Kamin oder ein Ofen gewesen zu sein, zum Brotbacken. Genau. Ist es auch. Hier hat man die Brote dann draufgelegt. Wirklich sehr, sehr groß, das Gelände. Hier finden wir originale Betten und einen Beistelltisch. Wie krass ist das bitte, Leute? Wie krass ist das bitte? Und überall die Namen der jeweiligen Besitzer oder Bewohner. Ich kann sie leider nicht aussprechen, deswegen lese ich sie auch nicht vor. Unterschiedliche Schrauben, das kenne ich von zu Hause aus auch, als ich noch nicht professionell gewerkelt habe. Das ist alles neu hier. Also man hat es auf jeden Fall in Stand gesetzt. Es gibt alte Strukturen und neue Strukturen, damit die nicht komplett zusammenfallen. Also ist es beides. Und gegenüber, schaut mal, da findet man vielleicht noch eine kleine Position. Und hier ist zu. Vielleicht können wir aber reingucken. Eine Fledermaus. Und da vorne sind Größen angemalt. Bis 1,90. Oder hier C1, C2. Also wahrscheinlich hat man hier Kinder gemessen. Wahrscheinlich hat man hier Kinder gemessen, wie groß die sind. Und da unten ist der Bunker. Den meint Emily sicher. Also das Gebäude hat man verschlossen. Man kann also nicht rein. Jedenfalls nicht von hier. Hier gibt es auch keinen Eingang. Also das Gebäude ist verschlossen. Und da oben geht es theoretisch noch weiter. Wir schauen uns aber hier unten den Bunker an. Und bevor es in den Bunker reingeht, werden wir noch mal den Akku wechseln. Wir haben nämlich nur noch 8%. Und dann gehen wir gemeinsam in diesen Bunker rein. Itzwar Pisin Gai war hier. Ob das vielleicht gar kein Bunker war, sondern eine Wohnung oder ein Haus, werden wir gleich gemeinsam erfahren. Na, vielleicht reicht der Akku doch. Das ist nur ein Wasserbunker, Leute. Also nur ist gut. Das ist ein Wasserbunker. Also hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Das war für die Frischwasser. Und das hat man hier in diesen Bachlauf reingebaut. Und hier haben wir nochmal Fässer. Also alles voller Relikte aus der damaligen Zeit. Also meine Freunde, wir haben jetzt herausgefunden, die Gebäude an sich sind original, an den Originalstellen, aber auch das Grundholz ist original. Man hat sie aber renoviert, mit frischem Holz natürlich, damit sie nicht komplett zusammenfallen, weil das ist natürlich ein Nationaldenkmal. Und Emily hat hier gerade höchstwahrscheinlich das Spannendste überhaupt gefunden, nämlich das Krankenhaus. Und ich nehme euch jetzt einmal mit. Hier waren die Patientenakten und ihr seht auch schon, das ist alles in weiß gehalten. Und wir starten einmal hier mit diesem Vorzimmer. Das ist wahrscheinlich die Schreibstube. Schaut euch mal an. Das ist altes Holz. Und hier konnte man Verwundungen auswaschen. Das ist alles noch original.
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Leute, das gibt es kein zweites Mal. Und ich habe auch noch keinen YouTuber gesehen, der dieses Material online gestellt hat. Das hier sind Betten. Und wie ihr vielleicht an den Größen erkennen könnt, sind das Kinderbetten. Maximal 1,60 lang. Das ist unvorstellbar. Leute, das ist wirklich unvorstellbar. Ich habe größten Respekt gerade vor dieser Location, vor den Menschen, die hier damals gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben, die teilweise vor ihren eigenen Leuten davongerannt sind. Und hier in den Wäldern, mitten in Kroatien, versucht haben zu überleben und natürlich auch gegen die Nazis gekämpft haben. Hier finden wir weitere Bettgestelle, originale Bettgestelle. Alles in weiß gehalten, wie man das im Krankenhaus macht. Originale Tragen, die wir auch bei uns in NRW haben. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken, ob vielleicht auch Blut oder andere Exkremente hier noch drauf sind. Das kann ich aber nicht erkennen. Wobei. Möglich. Ich möchte es nicht ausschließen. Und ihr habt ja gesehen, wo wir hochgegangen sind. Stellt euch vor, ihr müsst jemanden Verwundeten hier hochtragen. Das ist ein richtiger Knochenjob. Weitere Bettgestelle. Das ist neu, hat man nachträglich reingebracht. Wahrscheinlich, als man die Sachen hier restauriert hat, hat man hier auch gewohnt. Das war ein Krankenzimmer. Ein Originalkrankenzimmer. Und jetzt, meine Freunde, haltet den Atem an. Denn jetzt kommt der krasseste Raum überhaupt. Ich mache erstmal eine Gesamtaufnahme hier. Also, ich wollte euch das einmal zeigen, ohne zu sprechen, weil diese Location ist wirklich, wirklich, wirklich krass. Große Fenster, damit man Licht hatte für die Operationen. Der Medizinschrank, wo hoffentlich ausreichend Narkosemittel vorhanden war. Ein Beistelltisch, selber zusammengebaut. Ein Tisch vielleicht für die Krankenschwester oder aber für jemanden, der die Hand gehalten hat. Hier wurden Menschen operiert auf dieser Bahre. Das sind originale Zeichnungen 1942. Prenezhna Jezivonika. Ich kann es leider nicht aussprechen und ich kann es leider auch nicht lesen. Aber wir finden hier die Jahreszahl 1942. Und ganz viele Löcher von den Holzwürmern. Das ist sicherlich die Farbe von oben, das ist kein Blut. So ehrlich möchte ich mit euch sein, oder muss ich auch mit euch sein. Aber hier für zahnärztliche Operationen zum Beispiel finden wir hier einen Operationsstuhl. Es ist unvorstellbar. Zwei weitere Stühle, einen Mülleimer. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Mülleimer. Hier war eine Pfanne drauf. Und weil wir wahrscheinlich nie wieder hier hinkommen werden, werde ich noch einmal den Raum für euch aufnehmen und euch zeigen. Leute, bitte tut mir einen Gefallen, das Video unbedingt teilen. Unbedingt liken, weil das Video
müssen wirklich alle Geschichtsinteressierten sehen, welche Möglichkeiten, welche Dinge man nach über 80, 90 Jahren man aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs immer noch findet. Und das ist sicherlich auch noch mal ein Blick wert. Die originalen Betten für die Kinder und Jugendlichen. Und ihr habt selber gerade gehört, der Boden ist schon morsch. Deswegen kommt am besten nicht selber hierhin. Nutzt die Gelegenheit, dieses Video zu schauen, euren Liebsten zu zeigen. Und seht es bitte als Mahnung, dass solche Zeiten sich nicht auf gar keinen Fall wiederholen. Und hier, Leute, wenn ihr meine Videos schon länger guckt, dann wisst ihr, wenn solche Lüftungsbauwerke auf dem Boden sind, dann wird da wahrscheinlich auch ein Bunker sein. Und das, Leute, ist ein ehemaliges Toilettenhäuschen. Und hier war natürlich ein Boden drin. Die waren damals nicht vorhanden. Man sieht die Plastikrohre. Und wir gehen jetzt hier, oder wir versuchen jetzt hier, in den Bunker reinzugehen, beziehungsweise in das Geheimversteck. Über uns ist die Toilette. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es hier gleich bricht, ist sehr, sehr hoch. Deswegen setze ich mich mal hin und versuche mit euch von hier aus das Geheimversteck zu erkunden, ohne reinzugehen. Schaut euch das an, Leute. Es ist einfach nur abnormal. Ein Geheimversteck für die Partisanen. Und das ist die Originaltür. Die Treppe ist komplett schon durch. Danke. Und wir befinden uns jetzt hier in der Toilette drin. Das ist alles noch, das sind alles noch Exkremente. Das ist alles original. Das ist hier nachgemacht, die Toilette. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht hier durchbreche. Nee, das ist nur ein Raum. Und hier, Leute, hat man damals sein Geschäft gemacht. Das wurde hier drin aufgefangen. Und das war das Geheimversteck. Das ist krass, Emily. Aber da müssen wir doch unten gucken. Ich dachte, da ist noch was, ne? Nee, nee, das gehört nicht zusammen. Das ist wahrscheinlich eher eine Stellung für ein Maschinengewehr oder für die Verteidigung. Und da gehen wir jetzt zusammen hin. Oder ein Wasser. Es könnte auch ein Hausfundament gewesen sein. Scheint ein Hausfundament gewesen zu sein. Hier ist die Toilette. Hier, genau. Seht ihr das? Das ist eine französische Toilette. Die Frage ist, ob das Haus modern ist. Schwierig zu sagen. Also es war auch eine Toilette, Emily. Aber komplett zusammengefallen. Und es gibt auch keinen Weg rein. Hier vorne haben wir noch was. Eine Struktur. Alte Betten. Das sind die originalen. Emily, das sind die originalen Matten. Die Federkernmatratzen. Leute, das sind die originalen Federkernmatratzen. Die hat man hier rausgelegt. So sahen die damals aus. Die hätte man eigentlich aufbewahren müssen. Die sind hier in so einem Loch drin. Ich denke, das könnte mal eine Stellung gewesen sein für die Verteidigung. Ziemlich gut möglich. Und auch da hinten. Also wenn man hier mal ausreichend Zeit hat, da wird man, glaube ich, noch ganz viel im Wald entdecken. Aus der damaligen Zeit. Diego, hast du? Der steht da oben. Okay, alles klar. Also, geschichtlich, glaube ich, mit das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Unten haben wir, wie gesagt, noch weitere Gebäude entdeckt.
die sind komplett eingefallen und immer auch ein Auge für die Natur, Leute. Schaut euch mal diesen wunderschönen Pilz an. Emily, wenn du gleich hier bist, guck dir mal den Pilz an. Guck dir gleich mal den Pilz in den Baum an. Okay, normalerweise ist sie diejenige, die auf die Natur achtet. Heute bin ich das. Der Feine. So, auch hier wieder 1978, deutlich Nachkriegszeit. Deutlich Nachkriegszeit. Na, 75. Sind bestimmt auch viele wiedergekommen. Und hier seht ihr noch mal beim Diego die Lüftungsrohre. Und leider gibt es hier, selbst bei solchen historischen Städten, gibt es immer wieder Leute, die es sinnlos zerstören. So, ich glaube, hier an dieser Stelle sind wir erstmal durch. Ich sammle jetzt mal die Emily ein. Und wenn ich noch mal was Spannendes sehe, sage ich euch natürlich direkt Bescheid. Auch hier alles voller 1979. Das Dorf ist einfach riesig. Hier gibt es weitere Gebäude. Das sind wahrscheinlich Betten. Original. Da unten waren wir gerade. Und es geht einfach noch weiter. Nein. Oh nein. Hier ist der Friedhof. Leute, hier ist der Friedhof. 1909 bis 87. Man hat also die Toten weiter oder in der Nachkriegszeit hier beerdigt, weil das denen so wichtig war. Hier ist alles voller Kreuze. Hier oben ist alles voller Kreuze. Ob das nur Andenken sind, ob das Originalgräber sind, das kann ich euch leider nicht beantworten. Das ist aber auch egal, weil es eine Gedenkstätte ist. Und hier nochmal der Blick über die Gedenkstätte. Und hier wurden tatsächlich auch Grabungen durchgeführt. Du bist von oben gekommen, ne? War da noch was? Nein, nur der, was ich dir gesagt habe. Das ist nur ein Raum, wo die Munition gelagert wurde. Ah, okay. So, hier haben wir weitere Inschriften. Unten. Und hier finde ich noch ein höchstwahrscheinlich originales Schild aus der damaligen Zeit. Der Baum ist abgestorben. Und hier gibt es noch alte Wege. Und überall gibt es Inschriften in den Bäumen. So, ich habe euch versprochen, wenn ich noch was sehe, zeige ich euch das. Das ist der Originalweg. Damals ging es hier hoch. Wir haben ja die Straße benutzt. Die Straße ist relativ neu. Die hat man gebaut, als die Häuser renoviert wurden. Und so. Hier vorne ist noch ein komplett intaktes Gebäude. Und wir haben gerade auch noch mal ein komplett zusammengefallenes gesehen. Jetzt sind wir, glaube ich, schon dran vorbei. Aber wir gehen erst mal zu dem anderen Gebäude. Denn wir wollen euch natürlich auch zeigen, wie die Gebäude aussehen würden, hätte man sich nicht um die Strukturen gekümmert. Und da vorne steht es schon. Oh, jetzt ist es richtig modrig und matschig. Das war keine so gute Idee, hier lang zu gehen. Ich hätte den Weg nehmen sollen. Aber naja, wird schon klar gehen. Schaut euch mal diese Schonung an. Also ob dieses Haus auch aus den Partisanenkämpfen war, das weiß ich leider nicht. Deswegen kann es sein, dass ich euch jetzt was zeige, was nicht...
44, 43. Ich denke, also, und da oben geht es sogar noch weiter. Das hat also was damit zu tun. Schaut euch das mal an. Ein riesiges Bauwerk, ein riesiges Haus. Ja, die Fenster sind identisch mit den anderen Fenstern drüben. Das ist natürlich auffälliger, dieses Gebäude hier. Deutlich auffälliger, weil es einfach größer ist. Und wir gucken uns das jetzt einmal genau gemeinsam an. Puh. Ja. Hier hat man wahrscheinlich Essen ausgegeben. Vielleicht war es auch im Nachgang eine Party-Location. Schaut euch mal hier. Das ist also nachträglich höchstwahrscheinlich gedämmt worden. Also schwer zu sagen. Granitboden oder Steinboden. Man hat die kompletten Leitungen rausgenommen. Da seht ihr das. Kabelliebe waren also hier. Fliesen. Ob man sich wirklich Mühe gemacht hat, damals zu fliesen. Plastik. Deutet also darauf hin, dass es hier auf jeden Fall mal mindestens eine Nachkriegsnutzung gab. Gab es ja drüben auch. Vielleicht hatte man dieses Gebäude auch dafür genutzt. Wir müssen gleich beim Hochgehen, und wir werden hochgehen, ein wenig vorsichtig sein. Weil einbrechen wollen wir nicht. Das sieht aber gut aus. Und hier weiter gehen wir auch nicht. Ist das Obergeschoss. Wunderschön. Das sparen wir uns den Rest. Und wir haben gesehen, im Wald kann man auch noch weiter hoch. Und bevor es dunkel wird, werden wir das auf jeden Fall auch tun. Also schwer zu sagen. Ich würde darauf tippen, es spielt eine Rolle in der damaligen Zeit. Aber es wurde dann renoviert und irgendwann dann hier auch aufgegeben. Schaut euch das an. Komplett vermodert. Und hier sind noch Zeichen für einen Weg. So, jetzt aber wirklich, wirklich, obwohl da ist auch noch ein Gebäude. Wollte ich gerade sagen, wirklich jetzt das letzte Gebäude. Also so sehen die Gebäude aus, wenn sie nicht restauriert bzw. vor dem Verfall geschützt werden. Drüben haben wir ja gesehen, es wurde Wetterschutzlacke aufgebracht. Hier wurde das nicht. Und so seht ihr, wie die Gebäude damals ausgesehen haben. Die sind schon ganz schön weit weg von den anderen. Und wenn man sich mal überlegt, dass das damals Partisanen hier ins Gelände gezimmert haben. Hier haben sie sich höchstwahrscheinlich dann Getränke geholt. Also Wasser, nicht Getränke. Und der gesamte Wald ist voller Relikte aus der damaligen Zeit. Und auch aus der Neuzeit leider sehr viel Müll. Das tut mir wirklich um den Wald und um die Gegend sehr leid. Also hier auch nochmal ein komplett runtergekommenes Gebäude. Schwierig hinzugehen. Wir würden jetzt einfach nur zu viel Zeit verlieren. Da lohnt sich schon eher der Blick da vorne drauf. Auch diese Straße hier nach dem Krieg modernisiert, neu gemacht. Aktuell werden hier Bäume gefällt. Diese Straße war natürlich früher nicht befestigt. Und hier oben finden wir das erste Haus. Und das sieht wirklich noch sehr gut aus von Weitem. Jedenfalls das Dach. Der Rest von dem Gebäude, kann ich erkennen, ist schon ziemlich runtergekommen. Und ich glaube, hier vorne finden wir den Weg hoch. So, und hier geht auch noch mal ein Weg rein. Also definitiv gibt es hier noch eine Menge zu erkennen oder zu erkunden. Also mal schauen, ob wir hier auch was tun werden. Nee. Leute, ich glaube, das werden wir nicht machen, oder? Naja, alles für die Geschichte. Alles für die Geschichte. So, da ist es. Und da vorne ist auch noch ein Gebäude, das sieht auch moderner aus. Da steht auch wieder ein Name dran. Also ich zeig's von hier.
Ich hoffe nicht, dass da irgendwas drin ist, was wir verpassen. Ach, Leute. So, ausnahmsweise werden wir diese Geschichte nicht erzählen. Dafür werde ich aber diese Geschichte erzählen. Und mehr als das, was wir gerade gesehen haben, können wir ja gar nicht sehen. Hier auch schon wieder alles voll Matsche. Das ist modern. Das sparen wir uns auch. Okay, in diesem Sinne, ich versuche mal hier durchzukommen, ohne dass ich mich zu sehr dreckig mache. Ich muss ja noch ins Auto zurück. Bin ich raus mit diesem wunderschönen, spannenden Abenteuer. Schickt es mir gerne an alle Geschichtsinteressierten. Das muss auf jeden Fall weiterverteilt werden. Und in diesem Sinne bin ich raus. Euer Random Life.